tut mir extrem gut, Freunde. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist so fast mit der einzige Moment am Tag, wo ich wirklich ja, im Moment bin. So, und ich bin ein relativ hektischer, nervöser, viel nachdenkender Mensch. So. Also gerade für Leute, die Fitness machen, für die Schulter, Brust, Latissimus, da geht alles auf, Digga. Das ist so geil. Also Yoga ist so ein geiler Ausgleich zum Fitnesssport, Digga. Das ist unfassbar. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibt's nicht zwei von dir? 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube-Channel. Und ich bin hier gerade, ihr seht schon, an einer richtig geilen Cenote, meine lieben Freunde. Zieht euch auf jeden Fall auch mal die Hintergrundstories von den Cenotes rein. Sehr, sehr interessant. Ja, und ich bin hier relativ allein und habe mir gedacht, ich habe eben Bock auf Yoga gehabt und ich habe ja schon mal in den ein oder anderen Videos erwähnt, dass ich vielleicht mal meine Yoga-Routine zeige, und das mache ich jetzt heute. Die mache ich jeden Morgen nach dem Aufstehen. Also erst 50 Hampelmänner, 50 Sit-Ups und dann 50 Liegestütze und dann kommt diese Yoga-Routine. Yeah, ich sag eins, Freunde, ich habe damit angefangen und ihr wisst ja, ich bin so ein Typ, der lässt sich gerne prägen, und bei mir ist es so, wenn ich merke, dass irgendwas mir richtig gut tut, so, dann ziehe ich das auch durch, und seitdem ich das erste Mal mit Laura gemacht habe, habe ich das jetzt bis heute durchgezogen. Tut mir extrem gut, Freunde, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist so fast mit der einzige Moment am Tag, wo ich wirklich im Moment bin. So, und ich bin ein relativ hektischer, nervöser, viel nachdenkender Mensch. So. Deswegen, so ein Ding prägt mich auf jeden Fall extrem. Genauso wie meditieren kann ich euch nur ans Herz legen, Freunde. Jetzt ziehe ich meine Yoga-Routine durch. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen. Vielleicht mache ich ein kurzes Voice-Over, ein kleines Voice-Over und erkläre die ein oder andere Sache noch dazu. Yes. Schreibt auf jeden Fall rein, wenn ihr noch mehr sehen wollt in die Richtung. Wir sehen uns, Freunde, im Outro. Bis gleich. Peace. Oh shit, man, voice it in, meine lieben Freunde. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Voice-Over zu machen und euch ein paar Dinge dazu zu erklären, weil ich finde, gerade am Anfang, jetzt beim ersten Yoga-Video, muss ich schon ein bisschen die Techniken erklären. Hinten raus können wir vielleicht auch mal das ein oder andere Video machen, einfach nur mit Musik zu mitmachen, aber jetzt will ich hier was zu erklären. Und zwar ist das jetzt gerade die erste Position zum Relaxen nach meiner Morgenroutine mit den Hampelmännern. Wir gucken, dass die Füße so weit auseinander sind, dass unser Po zwischenrein passt, na, dass wir uns schön hinsetzen können, Stretch im Oberschenkel. Und dann bringen wir den Kopf zwischen die Beine, also versuchen quasi den Kopf zwischen die Beine zu bringen, die Arme nach vorne auszustrecken und dabei aber den Po trotzdem hinten unten zu lassen. Ja? Wichtig. Und jede Position versuchen wir mindestens 3 tiefe Atemzüge auszuhalten. Ja? Also 3-mal tief ein- und ausatmen. Vergesst alle Probleme, vergesst alles, was gestern war. Denkt nicht drüber nach, was morgen passieren könnte. Versucht wirklich im Moment zu sein. Das ist Yoga, ja. Also 3-mal tief ein- und ausatmen, krasser Stretch in der Wirbelsäule und im Latissimus auch. Dann kommen wir hoch und legen uns quasi hin. Füße nach unten, flach auf den Boden legen, genau. Die Arme ungefähr neben der Brust positionieren, ein bisschen weiter unten. Und dann drücken wir uns hoch mit dem Kopf nach oben. Und das ist halt ein extremer Stretch im unteren Rücken. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hat sich ungewohnt für mich angefühlt, deswegen tastet euch daran. Mittlerweile bin ich da auch in der Wirbelsäule extrem dehnbar geworden. Ich habe von Haus aus ein Hohlkreuz, deswegen sieht es bei mir auch so extrem aus. Aber die anderen Übungen, die ich mache, wie zum Beispiel die übernächste, die helfen dagegen. Als nächstes kommen wir in diese Position, bringen unser Knie quasi zwischen die Beine nach vorne. Jetzt habe ich hier, kleine Probleme mit dem Holz und mit dem Handtuch. Das hat extrem gerutscht, deswegen sieht es bei mir jetzt auch ein bisschen komisch aus. Normalerweise strecke ich das Bein auch aus. Aber das war jetzt da an der Stelle ein bisschen problematisch auf jeden Fall. Der Stretch ist jetzt richtig geil, das ist quasi für die Hüfte. Ihr bringt dann euer linkes Bein zuerst nach vorne zwischen die Arme und dann bringt ihr das rechte Bein quasi so, dass ihr beide Beine in einer Linie habt. Versucht eine Linie zu bilden mit den Beinen und dann versucht den Kopf zum Knie zu bringen. Ihr werdet einen abgefuckten Stretch in der Hüfte spüren und ist gerade für uns Männer, weil wir da extrem verrostet sind, sehr, sehr geil. Also probiert es aus, ihr werdet merken, wow, also für mich persönlich die ersten 3 Mal,
Ich habe sofort danach gemerkt, wie ich lockerer in der Hüfte bin. Und das kommt bei einigen Situationen im Leben zugute, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Dann gehen wir auf alle Viere, gucken, dass die Knie quasi unterm Becken sind und die Hände unter der Schulter. Also dass die Arme und die Beine eigentlich parallel zueinander sind. Und dann atmen wir tief ein, bringen den Kopf rein und versuchen, einen Katzenbuckel zu machen. Die Position heißt Cat-Cow-Position und danach das Gegenteil quasi. Danach drücken wir die Wirbelsäule durch, bringen den Kopf nach oben und atmen dabei aus. Kopf nach oben und in die volle Dehnung rein. Dann holen wir wieder tief Luft. Machen den Buckel, bringen den Kopf rein und versuchen wirklich so krass den Buckel wie möglich zu machen und so eine krasse Dehnung wie möglich in die Wirbelsäule reinzubekommen und dann lassen wir wieder locker. Und dann bringen wir den linken Arm einmal komplett durch, legen uns auf unsere rechte Schulter. Der Kopf bleibt quasi auf dem Boden liegen und der rechte Arm wird ausgestreckt. Ich sehe gerade, ich müsste eigentlich mit den Knien noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ja, also ich bin mit den Knien ein bisschen weit vorne, so dass meine Beine nicht wirklich, also meine Beine und mein Oberkörper bilden keinen rechten Winkel. Das sollte eigentlich so sein. Und ich muss sagen, der Stretch, der ist krass. Also gerade für Leute, die Fitness machen, für die Schulter, Brust, Latissimus, da geht alles auf, Digga. Das ist so geil. Also Yoga ist so ein geiler Ausgleich zum Fitnesssport, Digga. Das ist unfassbar. Also diese beiden in der Kombination, unschlagbar. Unschlagbar. Richtig geil. Und dieser Ausgleich ist auch voll wichtig, Mann. Diese stumpfe Pumpen die ganze Zeit, ohne sich zu stretchen, richtig, da wirst du halt steif. Ich fühle das gerade, dass ich so ein bisschen lockerer werde. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Übung. Das ist eigentlich meine Lieblingsübung. Und zwar ist es die... Wie nennt man das, Digga? Keine Ahnung. Eine Kerze und von der Kerze gehen wir dann in die... Ich habe leider von den Namen keine Ahnung. Ihr könnt mir die Namen gerne mal in die Kommentare reinschreiben, damit ich damit auch ein bisschen flexen kann in Zukunft. Auf jeden Fall ist das die nächste Übung. Ja. Also, das ist auch eine Trainingssache. Also, bei mir war es so, meine Wirbelsäule war extrem schlecht gedehnt. Also, ich habe wirklich extreme Schmerzen bei der Übung am Anfang gehabt und ich konnte die Übung auch nicht machen, ohne mich selber mit den Händen abzustützen. Mittlerweile bin ich so gut, dass ich sogar mit den Knien fast an die Stirn komme. Als Ziel ist natürlich, mit den Füßen den Boden zu berühren, die Stirn zu berühren mit den Knien und da zu chillen, so lange wie möglich halt, ne? Und die Übung, die tut meinem Rücken am besten. Meinem unteren Rücken tut die Übung am besten. Ich spüre das danach sofort. Echt krass, Freunde, ja? Und ich glaube, das war's schon jetzt. Danach lege ich mich hin und versuche zu meditieren, Dicker. 10, 15 Minuten einfach nur im Moment zu sein. Siehst du, da fliegt sogar die Kamera runter. Ich küsse euer Herz, Freunde. Bis jetzt im Outro. Ich jump jetzt rein. Wir sind jetzt im Outro. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit der kurzen Yoga-Session hier an der wundervollen Zenote. Auf jeden Fall schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr es nachgemacht habt, wie es euch taugt. Für mich ist Yoga auf jeden Fall ein Ding, was ich nie wieder aufgeben werde. Einfach geil. Einfach richtig geil. Deswegen probiert's aus. Ich kann es nur weitertragen. Be unique. Dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Bin in meiner Zone mit den Bros. Only good vibes. Komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby. Wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip drop.